Seit knapp einem Monat habe ich jetzt mein AMD Ryzen-System und soweit war auch eigentlich alles super in Ordnung. Bis dann zum letzten Freitag, da gab es den ersten Negativpunkt und was das genau ist, das erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Das hier ist dann also ein kleines Update-Video zum AMD Ryzen, so nach 30 Tagen Nutzung ungefähr. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so ein Video mache, aber man kommt dann doch mal an einen Punkt, wo Probleme auftreten. Und ich denke, dies war mal ein Punkt, wo man das Ganze auch mal mit anderen Leuten teilen kann. Vielleicht aber auch noch mal ganz kurz jetzt am Anfang geklärt, wofür nutze ich diesen Rechner eigentlich so im Alltag? Da ist einerseits natürlich die Videobearbeitung hier für die YouTube-Videos, dann auch Bildbearbeitung sowohl für, ja, Thumbnails, aber auch natürlich private Bilder und alles, was noch so nebenbei irgendwie an Grafik mit anfällt. Dazu kommt dann jede Menge Webentwicklung, sowohl für eigene als auch für fremde Projekte. Darüber hinaus dann noch so die ein oder andere virtuelle Maschine, die dann für mich in der Entwicklung wieder notwendig ist, beziehungsweise auch fürs Studium noch ganz relevant ist. Dann natürlich noch so der alltägliche Office-Kram, der eben so anfällt. Vielleicht hin und wieder mal ein bisschen Gaming und dann natürlich auch entsprechend YouTube und Internet, ja, Konsum so im Großen und Ganzen. Und dann kommt eigentlich auch noch App-Entwicklung unter Android mit dazu. Und da habe ich dann am Freitag gemerkt, nee, irgendwie passt hier was nicht so ganz. Zwar kann ich Android Studio problemlos starten, ich kann problemlos entwickeln, ich kann problemlos Builds erstellen, das funktioniert alles tadellos. Allerdings mit dem Testen im Android Emulator wird das ein bisschen schwierig, denn dieser ist leider auf einem Intel-Befehlssatz aufgebaut. Aber was heißt das jetzt? Naja, es gibt ja verschiedene Prozessoren mit ihren eigenen Architekturen und im Desktop-Bereich haben wir da im Wesentlichen Intel und AMD. Damit der Android-Emulator eine Hardware-Beschleunigung anbieten kann, ist Virtualisierung notwendig. Und hier hat sich Google aus welchen Gründen auch immer dazu entschieden, nur Intel zu unterstützen, zumindest auf Windows-Systemen. Unter Linux ist das Ganze kein Problem. Hier läuft der Android-Emulator sowohl auf Intel als auch auf AMD-Systemen. Und das liegt, glaube ich, letztendlich daran, dass im Kernel von Linux schon, ja, alle Virtualisierungsbefehle mit integriert sind, sodass das entsprechend in einem einheitlichen Befehlssatz nach außen gegeben werden kann. Und da das Ganze jetzt unter Linux funktioniert, war so meine Idee, ha, ich könnte ja einfach eine VM installieren auf meinem Rechner und dann in der VM Android Studio laufen lassen und dann habe ich da die Virtualisierung entsprechend für den Android-Emulator. Ja, hätte auch fast funktioniert, wenn VirtualBox tatsächlich auch die Virtualisierung mal durchreichen würde an die virtuellen Maschinen, weil die virtuellen Maschinen können in VirtualBox wieder keine Virtualisierung ausführen. Ja, ist alles ein bisschen doof. Was bleibt mir da jetzt an Alternativen? Naja gut, ich könnte Linux auf dem Rechner installieren, parallel zu Windows, aber das ist eher so semi-geil, wenn man mal zwischen Systemen schnell wechseln möchte. Oder aber ich bleibe auf dem AMD-System und nutze dann unter Windows Android Studio nur mit den ARM-Images für den Emulator, was irgendwie so ein bisschen uncool ist, weil die ziemlich buggy sind, ziemlich inperformant und da kann man nicht wirklich gut drin testen. Insofern bleibt mir dann also nur noch eine Alternative und das ist mein Laptop mit einer Intel-CPU. Auf dem kann ich dann problemlos wieder Android Studio ausführen, den Emulator ausführen mit den entsprechenden hardwarebeschleunigten System-Images und alle sind glücklich, so mehr oder weniger. Wenn ihr noch andere Alternativen kennt, dann schreibt mir ruhig gerne mal unten in die Kommentare mit rein, aber ansonsten würde ich jedem Android-Developer raten, nutzt Intel und wenn ihr nicht Intel nutzt, dann nutzt auf jeden Fall Linux. Ansonsten bin ich aber super zufrieden mit dem System. Es läuft stabil, keine Abstürze, es kommen hin und wieder Patches raus, die das Ganze nochmal alles ein bisschen mit verbessern. Und es kam auch zu einer spürbaren Leistungssteigerung in Adobe Premiere zum Beispiel, beziehungsweise beim Videoexport, sodass der Test, den ich in meinem Eingangsvideo zu AMD Ryzen gemacht habe, jetzt nochmal schneller durchläuft. Und letztendlich, wenn ich einen reinen Screencast exportiere, dann exportiert er sogar in unter Echtzeit. Also manchmal ist das schon echt gruselig, wenn der 5 Minuten Screencast irgendwie zum Speichern mehr Zeit braucht als zum eigentlichen Exportieren. Insofern aber zu AMD Ryzen, ich mag das System immer noch und würde es, glaube ich, auch so ziemlich jedem Content-Creator weiterempfehlen, außer natürlich, ihr macht unter Windows Android-Apps. Und da Dienstag irgendwie nicht so ganz der ideale Upload-Tag für mich ist, wenn ihr das letzte Video verpasst habt, könnt ihr es euch da oben anschauen. Werde ich mich jetzt beeilen, das Video hier noch fertig zu schneiden, damit es auch an einem Montag entsprechend mit rauskommt. Und wenn ihr nächste Woche Montag das Video nicht verpassen wollt, keine Ahnung, worum es geht, YouTube, Technik, was auch immer, dann könnt ihr hier oben auf Abonnieren draufklicken. Oder aber, wenn ihr noch ein bisschen Zeit mitgebracht habt, könnt ihr euch unten noch zwei ältere Videos von mir mit anschauen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.